So ein Scheiß aber auch. Der Pilot wird direkt vor unseren Augen zum Zombie. Na, solche Sätze hören Sie öfter? Dann kennen Sie vermutlich Wolves Left 4 Dead. Vor kurzem ist nämlich der zweite Teil des Koop-Shooters erschienen und hat schon im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt. Ist das jetzt nur ein Abklatsch oder macht das Spiel wirklich vieles besser als der Vorgänger? Wir meinen, es ist besser und wir möchten auch gleich sagen, warum. Das fängt schon bei der immens erhöhten Waffenauswahl an. Denn die wenigen Standardwurm des Vorgängers sind passé. Stattdessen gibt es Maschinengewehre, Schrotflinten oder Granatwerfer en masse. Und auch die neuen Nahkampfwaffen tragen enorm zum Spielspaß bei. Wie man sieht, hat sich auch grafisch etwas getan. Hier zum Beispiel schüttet es aus Kübeln, sodass man kaum die Flinte vor den Augen sehen kann. Gut, grafisch ist der Shooter sicher keine Weltsensation. Für spannendes Zombieschnetzeln reicht es aber auf jeden Fall. Den Tank hier kennen Sie bestimmt, oder? Er ist einer der Oberinfizierten und natürlich auch in Left 4 Dead 2 vertreten. Allerdings hat er Zuwachs bekommen. Neu sind Spitter, Charger und Jockey. Aber die zeigen wir Ihnen später noch genauer. Hier die Kollegen Boomer und Smoker. Am eigentlichen Spielprinzip hat sich in der Kampagne nicht viel verändert. Noch immer muss man am Leben bleiben und nach Möglichkeit den sicheren Bunker erreichen. Dank unfassbarer Zombie-Massen und spannend inszenierter Ereignisse macht das aber immer noch mindestens genauso viel Spaß wie im Vorgänger. Wir meinen, es macht sogar ein kleines bisschen mehr Spaß. Und warum? Zeigen wir Ihnen gleich. Der Spielplatz. Fast geschafft. Wegen Momenten wie diesen nämlich. Hier sind wir in einem Kaufhaus und müssen das unten stehende Auto mit Benzin füllen, damit wir vor den Zombie-Massen fliehen können. Solche Momente gab es im Vorgänger nicht, da waren es meistens Situationen, in denen sie sich irgendwo eingeigelt haben. Hier müssen sie ständig in Bewegung sein, ständig die Untoten von sich abhalten, das macht wirklich eine Menge Spaß. Zurück zu den Oberinfizierten. Die dürfen sie nur im Versus- oder im Scavenge-Modus spielen. Hier sehen sie den Jockey im Einsatz, der mit Hilfe seiner Fähigkeiten die Überlebenden aus der Gruppe rauszieht und ihnen so Schaden zufügt. Allerdings kreischt er dabei ganz schön nervig. Das hier ist der Charger, mit dem meine Kollegen ganz schön Probleme haben, ihn richtig zu steuern, auch einer der neuen Superinfizierten. Und zusammen mit dem Spitter ist er einer der drei neuen Klassen, die sich wunderbar in das Gefüge der anderen Oberinfizierten einfügen und dem Versus und dem Scavenge-Modus eine ganz neue taktische Richtung geben. Alte Bekannte, wie hier zum Beispiel der Smoker, sind natürlich auch wieder mit dabei, aber die kennt man ja schon. Klar kommt einem bei Left 4 Dead 2 einiges bekannt vor. Aber die kleinen Neuerungen sind es, die einen immer wieder verblüffen. Als Beispiel sei dieses Finale genannt, in dem sie sich auf der Bühne einer Rockshow gegen unfassbar viele Zombies verteidigen. Und das ist wirklich, 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 wirklich spannend inszeniert. Ganz großes Kino, Valve. Man kann darüber streiten, ob Left 4 Dead 2 wirklich ein eigenständiges Spiel ist oder nur ein Abklatsch seines Vorgängers. Und ob all diese Neuerungen einen Vollpreistitel wirklich rechtfertigen. Oder man kann es wie wir machen, das Spiel einfach spielen und einen wirklich, wirklich genialen Zombie-Shooter genießen. Reloading!